Ja, vielen Dank. Ja, auch ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen. Und wenn ich jetzt hier auch auf diese Bank jetzt schaue, die drei wunderbaren Damen hier, so eine Konstellation. Also da soll doch mal einer sagen, dass die AfD Quote braucht. Jetzt guckt mal auf die Bank. Also hier sitzen drei wunderbare Damen, intelligent, hübsch, alle Spitzenkandidaten in Berlin, in Hessen, in Baden-Württemberg. Also das ist wirklich toll, mit euch hier so eine Veranstaltung machen zu dürfen. Nochmal vielen Dank dafür. Herr Lambrou, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass wir hier an so einem wirklich geschichtsträchtigen Ort heute hier diese Versammlung und diese Veranstaltung durchführen können. Ich freue mich, dass ich hier reden darf. Ich möchte aber auch gleichzeitig meine Freude ausdrücken, dass wir heute die Stiftungsvorsitzende der Desiree Erasmus Stiftung, Frau Erika Steinbach, hier auch zu Gast haben. Herzlich willkommen. Ja, und ich freue mich, hier zum Bundestagswahlkampfauftakt, auch wenn der Wahlkampf ja eigentlich auch schon in Hessen in vollem Gang ist, hier nochmal reden zu dürfen, vor vollem Saal, umso schöner. Ja, und ich werde Sie so ansprechen, wie ich Sie immer gerne anspreche, nämlich mit Landsleute, das sind wir. Wir sind stolz auf unser Land. Also, liebe Landsleute, ich freue mich, hier wirklich zu euch sprechen zu dürfen. Vor allem auf diejenigen, die stolz auf unser Land und auf Deutschland sind, die Werte Freiheit, Vaterlandsliebe, Nation und Gerechtigkeit leben und diese Werte auch weiter leben wollen. Die unseren Wahlkampfslogan Deutschland aber normal, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, aus tiefster Überzeugung auch unterstützen. Ja, und normal, das gibt es bei uns anscheinend eben kaum noch. Wir haben viele Beispiele heute schon gehört. Unsere Regierenden und ihre Ideen haben nicht mehr das Wohl unseres Landes im Mittelpunkt. Sie lernen anscheinend auch nicht aus ihren Fehlern. Würde man sonst sehenden Auges, und wir haben es hier auch gerade von Beatrix von Storch gehört, in die nächste Migrationskrise hineinsteuern. Da sage ich ganz ehrlich, liebe Landsleute, nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan beginnt sich die nächste Migrationswelle Richtung Europa zu bewegen. Die westlichen Demokratien, die unsere Ideen in eine Region bringen wollten, die dafür nicht bereit ist und vielleicht auch niemals bereit sein wird. Krieg kann man nicht mit neuem Krieg bekämpfen. Oder wie wir im eigenen Land sehen, der Kampf der Ideologien bleibt erfolglos. Wir, die westliche Gemeinschaft, sind gescheitert und so ehrlich müssen wir auch selbst zu uns sein. Und nun sind es wieder wir, hauptsächlich die Deutschen und nicht die USA, die mit den Folgen der Bevölkerungswanderung zurechtkommen müssen. Und deswegen... Und deswegen müssen wir auch prüfen, ob Grenzschutz und Abweisung nötig ist, ob das Asylrecht auszusetzen ist oder ob die geltende Rechtslage dazu auch ausreicht. Und da muss man auch ehrlich sein und sagen, geht nicht, gibt's nicht. Wir brauchen langfristig tragfähige Lösungen, wie andere europäische Staaten, zum Beispiel Dänemark. Dänemark hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, Asylsuchende werden ohne Verfahren in Asylzentren in Drittstaaten abgeschoben und warten dort auf Bearbeitung ihres Antrages. Bei positivem Bescheid bleibt der Asylant im Drittstaat oder wird in ein UN-Flüchtlingslager verlegt. Das ist das Ziel im sozialdemokratischen Dänemark. Null Asyl oder null Asylbewerber in Dänemark. Und das muss auch unser Ziel sein, liebe Freunde. Und auch Österreich hat schon Sympathien dafür bekundet. Und wir können uns unsere führende europäische Kraft als führende europäische Kraft dem auch nicht verschließen, nur weil unser Asylrecht anders konstruiert ist. Das Asylmodell der Alternative für Deutschland ist ähnlich und ich beziehe mich hier auch auf unser Wahlprogramm. Dort fordern wir zum Beispiel, den Leuten in der Heimatregion zu helfen. Schutz- und Asylzentren in sicheren Drittstaaten unter UN- oder EU-Mandat, wo über Antrag entschieden wird. Und die Rückgabe der Kompetenz für Asylgesetzgebung an EU, von der EU an die Nationalstaaten wieder zurück. Und weil es so widersinnig und auch so unzeitgemäß ist, Millionen wanderungswilligen Menschen ein individuelles Grundrecht in Deutschland zu gewähren, müssen wir hier auch über unser Grundgesetz anpassen. Die bisherigen Regelungen waren nie für so einen Ansturm von Asylbewerbern ausgelegt. Und deswegen feststeht, für uns auch als Alternative 2015 darf sich nicht wiederholen. Und wenn jetzt Hunderttausende von
Asylsuchenden aus Afghanistan kommen, bedeutet das für uns eine Gefahr für Sicherheit und der Bevölkerung in unserem Land. Und die müssen wir schützen. Und deswegen kann es so auch nicht zu Ende gehen. Ja, liebe Freunde, jeder hat eine Heimat und verbindet auch mit ihr etwas. Heimat ist Ort der Herkunft, Ort der Gemeinschaft. Sie ist auch Teil der sprachlichen und kulturellen Identität. Ich selbst bin Handwerksmeister aus der Lausitz. Ich weiß, wo ich herkomme, denn ich bin in meiner Heimat, in meiner Region verwurzelt. Und ich hätte es mir auch relativ einfach machen können. Viele sind gegangen nach der Wiedervereinigung aus der ehemaligen DDR. Ich bin 1990 geblieben. Ich komme aus der Kreisstadt Weißwasser. Die hatte damals 1990 38.000 Einwohner. Weißwasser hat heute noch 14.000 Einwohner. Und diese Stadt schmilzt weiter vor sich hin. Und ich habe auch gerade aus meinem Heimatdorf Krauschwitz Mitbewohner getroffen, habe mich ganz doll gefreut. Wir werden uns dann nochmal nachher unterhalten, dass wir uns hier gesehen haben. Ich habe in meiner Region eine Firma aufgebaut, meine Firma gegründet. Ich habe eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und habe über Jahre hinweg als mittelständischer Handwerksmeister hunderttausende Euros Steuern und Abgaben bezahlt in dieser Region und bin geblieben unter schwierigen Bedingungen, der schwierigsten Bedingungen. 2002 habe ich meine Firma gegründet, das war gerade der Zeitpunkt, als die Währungsumstellung von der D-Mark zum Euro kam. Unser durchschnittliches Einkommen im Landkreis Görlitz ist 2.300 Euro brutto für jeden arbeitenden Menschen dort. 2.300 Euro brutto. Das ist der niedrigste Wert in ganz Deutschland. Dort leben die Menschen unter wirklich schwierigen Verhältnissen und ich gebe diesen Menschen dort eine Stimme. Ich bin mit vielen Menschen in Kontakt, mit vielen Mitbürgern und deswegen weiß ich, was diese Menschen dort umtreibt. Und das war für mich auch ein Grund, in die Politik zu gehen. Das war für mich ein Grund, in die Alternative für Deutschland zu gehen. Ich hätte das eigentlich nicht gemusst. Und meine Familie fragt mich heute noch, was ich eigentlich mache. Denn normalerweise hätte man mit dieser Arbeit, die ich geleistet habe, mit meinen 12 Angestellten auch anders wirtschaftlich Erfolg haben können. Aber ich habe mich berufen gefühlt, ich habe mich für meine Leute eingesetzt und das ist auch für mich der Antrieb, in die Politik gegangen zu sein, weil ich diese Missstände so satt hatte, diese Bevormundung und Gängelung auch des Mittelstandes, des Handwerkes so satt hatte. Das war für mich ein Grund, in die Alternative zu gehen, Politik für Deutschland zu machen. Und ich sage Ihnen auch eins, ich bin noch nicht am Ende mit meiner Arbeit. Und das beziehe ich auch ein Stück weit auf diejenigen, die mir in irgendeiner Weise was vorwerfen wollen. Wenn Journalisten mich dumm anmachen oder dumme Fragen stellen, wo ich manchmal denke, was haben eigentlich diese Personen bislang in ihrem Leben eigentlich geleistet? Haben noch nie einen Euro wertschöpfend überhaupt was geleistet? Oder von Politikern? Oder von Politikern, die nicht mal einen Schulabschluss bzw. einen Berufsabschluss vorzuweisen haben oder einen Studienabschluss. Solche Politiker sind heute Generalsekretär der CDU. Da würde sich Ludwig Erhard und Konrad Adenauer im Grab umdrehen, dass es solche Leute erfolgreich Politik machen. Ja, wir reden in Berlin häufig von Dingen, die mit der Realität wirklich wenig zu tun haben. Aber ich sage es auch deswegen, weil ich als Kampfauftrag für mich sehe, dass meine Politik damit noch nicht zu Ende ist und wir werden Sachsen umdrehen. In Sachsen wird der Politikwechsel als erstes stattfinden. Das verspreche ich. Unsere Politik, die Politik der Alternative für Deutschland, ist realistisch, verantwortungsbewusst, immer am Allgemeinwohl orientiert und an den Bedürfnissen der Bürger. Und die Politik der AfD beruht immer auf unsere freiheitlich-konservativen, patriotischen Überzeugungen. Und ich will euch sagen, ich bin in großer Sorge über den Zustand und die Zukunft unserer Heimat, unseres Vaterlandes. Es ist unser Land, in dem wir leben, in dem wir arbeiten. Es ist unser Land, was auch von vielen Seiten bedroht ist, im Innern und auch von außen. Bedroht aber auch vor allem von Politikern, sogenannten Regierenden und den sogenannten politischen Eliten. Und das akut aktuelle Beispiel, neben dem Versagen in der Afghanistan-Krise mit der katastrophalen Außenpolitik der Regierung Merkel, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Am Mittwoch, den 25. August, hat die Große Koalition die Verlängerung der epidemischen Lage im Parlament durchgeboxt.
gegen großen Widerstand im Parlament mit einer immer geringer werdenden Mehrheit. Insgesamt haben 253 Abgeordnete und 5 Enthaltungen wider besseren Wissens und gegen jegliche gesamtliche Verantwortung wurde das durchgeboxt. Also es gibt einen immer größeren Widerstand auch gegen diese Maßnahmen. Mittlerweile sind wir ja das einzige Land in Europa, was überhaupt noch diesen Weg der ständigen Blockade und auch des ständigen Einsperrens geht. Und nicht nur das. Und Bundesminister Spahn, wer den Reden im Bundestag an diesem letzten Mittwoch zugehört hat, hat es ja dort wörtlich gesagt. Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Und wenn ich solche Sätze höre, da läuft mir es eiskalt den Rücken hinunter. Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Und damit zeigt er eigentlich, wessen Geisteskind er ist. Stellen Sie sich vor, solche Sätze in abgewandelter Form hätte ein AfD-Politiker gesagt. Dann wurde sofort der Verfassungsschutz hier aufs Programm gerufen. Also solche Typen machen Politik für Deutschland und da wird mir Himmelangst und Bange. Nächstes Beispiel ist die Bedrohung auch unserer Gesellschaft, unseres Staatswesens, unseres Deutschland durch die verantwortungslose Europapolitik. Und da will ich einige Worte zu Deutschlands Rolle in Europa und auch unseren Ideen und Vorstellungen für ein neues Europa, für ein Europa der Nationen und der Vaterländer sagen. Wie wir alle schon lange wissen, führt die Euro-Dauerrettung zur massiven Verschuldung Europas und entwertet unser Geld. Denn wie sieht die Entwicklung in Deutschland mittlerweile aus? Kaufkraftverlust, steigende Preise, sinkende Löhne und der drohende Abstieg unserer Wirtschaft sind die Folgen. Die EU-Bürokratie erstickt mit ihren Reglementierungen und schädigt mit ständig neuen und wirtschaftlichen sinnlosen Vorschriften und Auflagen besonders unsere Mittelständler und unsere Handwerker. Eine effiziente gemeinsame europäische Grenzsicherung angesichts der Migrationsströme gibt es schlichtweg nicht. Und ich denke, diese ist grundsätzlich Voraussetzung, dass wir 2015 nicht wiederholen. 6 Jahre später und nichts ist getan, nichts dazugelernt. Die Migrationskrise von 2015 hat gezeigt, dass sich die EU nicht über den Willen ihrer Mitglieder stellen kann. Und deswegen sagen wir als Alternative für Deutschland, Deutschland kann nicht permanent die Schulden anderer Länder übernehmen. Das ist auch ein Bruch der EU-Verträge. Und deswegen sagen wir auch, ein totes Pferd kann man nicht ewig weiterreiten. Man muss eben irgendwann auch mal absteigen. Auch dazu muss man mal lernen. Eine Europäische Union kann nicht die Abkehr von nationalen Ideen und Konzepten bedeuten. Sie sollte einen Rahmen für Gestaltung nach innen und einen gemeinsamen Schutz nach außen bilden. Und liebe Freunde, um es hier nochmal klar und deutlich auch zu sagen, wir wollen den souveränen, demokratischen Nationalstaat. Wir wollen ein Europa der Nationalstaaten. Wir wollen eine neue, zukunftsfähige Staaten-, Wirtschafts- und Interessengemeinschaft von eigenständigen und souveränen Staaten in Europa. Wir wollen ein Europa der souveränen Zusammenarbeit, kein Europa der einseitigen Abhängigkeit. Und deswegen sagen wir Ja zu Europa und Nein zu dieser EU. Und ja, wir stehen wie 2017 wieder vor einer Schicksalswahl. Nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft wünschen sich mehr als 6 von 10 Bundesbürgern einen Politikwechsel. Einen Wechsel der Bundesregierung laut aktueller Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Die bleierne und der lähmende Zeit des Stillstandes muss ein Ende haben. Und nur 14% wünschen sich eine Fortsetzung der jetzigen Regierungspolitik. Sie sehen es ja an den aktuellen Umfragen, wie auch immer die Stimmen mögen, was hier aktuell los ist. Also ich sage ganz ehrlich, was wir für 2021 bzw. 2025 als AfD lernen werden, dass wir 2025 auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das werden wir definitiv machen. Ja, und auch deshalb ist der 26. September auch so entscheidend für Hessen, für die Politik in Berlin, aber auch im Bund. Und da muss man wirklich die Frage stellen, soll es so weitergehen mit denen, die sich auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten der Bürger, auf Kosten des Volkes bereichert haben und weiter ihre Fründe sichern wollen, wie zum Beispiel Herr Spahn? Darüber wird ja überhaupt nicht mehr diskutiert. 5 Milliarden oder 6 Milliarden alleine an Maskenfehlausgaben. Das interessiert niemanden mehr in diesem Land, kein Journalist mehr. Darüber wird hinweggegangen. Auch solch ein Minister muss seine Tasche packen und gehen.
Oder mit einer Justizministerin, die laut wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ein verfassungswidriges Gesetz schreiben ließ. Also es gibt und so weiter. Also es gibt mittlerweile in der ganzen Palette dieses Katastrophenpersonals der Bundesregierung. Da würde ich hier Stunden verbringen, wenn man hier alle Ressorts mal durchgeht. Und der regierungsamtliche Dilettantismus steigt ja gleichzeitig mit der eitlen Selbstzufriedenheit eines politisch korrekten Milieus, dessen Mitglieder sich selbstgefällig wechselseitig und selbst beklatschen. Und dass die selbsterlernten Leitmedien eine sich ständig verhaspelnde grünen Kanzlerkandidatin ohne jede Regierungserfahrung und starker Neigung zur Hochstapelei, zur Wundertäterin hochschreiben, ist tragisch und eigentlich nur noch lächerlich. Und liebe Freunde, und genau das ist unsere Aufgabe. Wir stechen mit spitzer Nadel in diesen Luftballon, der Medien vor allem. Die grüne Spitzenkandidatin ist keine Wundertäterin, sondern eher eine Wundertüte. Die wahnwitzige Forderung, alle kommenden Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, ist nur eines von vielen Beispielen. Aber, liebe Landsleute, auch das sei gesagt, das andere politische Personal ist leider auch nicht viel besser. Wenn wir uns den Kanzlerkandidaten der SPD angucken, Olaf Scholz, auch seine Gedächtnislücken und Lügen im Comex-Skandal und auch im Wirecard-Skandal, auch darüber redet niemand mehr. Mittlerweile schleicht er sich zum Kanzlersessel, ohne dass er eigentlich in irgendeiner Weise erfolgreich Politik vorzuweisen kann. Ja, und ihre perfiden Ziele wollen diese verantwortungslosen Politiker und ihre Ja-Sager nur noch mit Angst und Panikmache erreichen. Die überlebenswichtigen Themen, der Naturschutz und unser Wunsch nach guter Luft und sauberem Wasser, werden in eine kollektive Angstreligion verwandelt. Wir stehen einer multimedialen Angstindustrie gegenüber, die im Einklang mit dem Panikorchester Lauterbach, Braun, Spahn, Söder, Wieler, Drosten, Kretschmer und wie sie alle heißen, die nur systematisch Angst und Panik erzeugen. Und mit dieser Angst und Panik wird seit Jahren auch Politik gemacht. Man hat sich mittlerweile genau auf diese Angst und Panik bezogen. Angst vor der Kernenergie, Angst vor der Klimaapokalypse, der Vogel- und Schweinegrippe, dem Verbrennen im Höllenfeuer, der Erderwärmung, die fossilen Brennstoffe, Covid-19 natürlich. Und besonders in der Klimapolitik hat das ja geradezu religiöse Dimensionen erreicht. Die Glaubensgrundsätze vergangener Jahrhunderte sind von einer grünen Ersatzreligion abgelöst worden, die Schuld unserer Lebensweise zuweist und Ablass in Form von CO2-Steuer gewährt. Verbote dominieren dieses kranke Denken. Alles Mögliche wird verteufelt. Fleisch gibt es wahrscheinlich bald nur noch auf Rezept in der Apotheke. Die Gretas und die Luisas in dieser von der Angstindustrie dominierten Welt sind allgegenwärtig. Die Kinder sind mittlerweile an der Macht, so wie es Herbert Grönemeyer vor 35 Jahren gesagt hat. Die sind an der Macht. Das sind nämlich die Kindsköpfe, die jetzt regieren. Das sind sie. Und genau damit müssen wir endlich aufhören. Wir müssen laut und deutlich auch hier rufen, Stopp. Stopp den alltäglichen Irrsinn von Panikmache, von Angstmache, von Gender- und Corona-Ideologien. Wir wissen nun auch jetzt, dass eine Impfung nicht vor Infektionen schützt, nach der aktuellen Oxford-Studie. Deswegen stoppt auch die Lügen und Verzerrungen, die Plattitüden wie, wir schaffen das, was ja in der Sprache der Wahrheit eigentlich bloß heißen soll, ihr müsst es schaffen. Und stoppt die unverhältnismäßige Corona-Politik mit Impfzwang und Angstmacherei und noch viel wichtiger, Finger weg von unseren Kindern. Unsere Kinder waren und sind keine Pandemietreiber. Nutzen und Gefahr durch eine Impfung stehen für sie in keinem Verhältnis. Und liebe Freunde, ich will es auch hier auf den Punkt bringen. Die Alternative für Deutschland ist die letzte Chance für unser Land, diesen Karren noch aus dem Dreck zu ziehen. Und liebe Landsleute, schauen wir uns einmal an, was die Merkel-Regierung zum Beispiel auch aus dem Mittelstand gemacht hat. Eines meiner Kernthemen. Sie lähmt die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit ihrer Überregulierung und Überbürokratisierung. Sie bringen damit die Betriebe an den Rand der Existenz und auch alle Arbeiter, die dort ihr Brot verdienen. Diesen unheilvollen Trend müssen wir stoppen. Der Mittelstand schafft mit Abstand die meisten Arbeitsplätze, hat aber die höchste Steuer- und Abgabenlast. Wir befinden uns in der größten Krise des Mittelstandes. Und unter diesen Bedingungen hat doch eigentlich auch niemand mehr Lust, sich selbstständig zu machen.
oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das System der sozialen Marktwirtschaft in diesem Land wurde endgültig begraben. Denn was wollen denn Mittelstand und Handwerk nach 14 Jahren Misswirtschaft? Sie wollen vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise und durch die Verlängerung der epidemischen Lage ja sichtbar. Hotellerie, Gastronomie, auch die wissen schon wieder nicht, habe ich Weihnachten auf, kann ich mein Geschäft eröffnen? Was wollen die Mittelständler und die Handwerker? Sie wollen Planungssicherheit. Sie wollen Bürokratieabbau, wirklichen Bürokratieabbau. Und mit vielen Unternehmen, mit denen ich rede, und ich rede wöchentlich mit vielen Unternehmen, die sagen mir immer wieder nur eins, was sie von der Politik fordern. Sie sagen, die sollen uns einfach in Ruhe arbeiten lassen. Wir wollen nicht permanent gegängelt und bevormundet werden. Und genau dafür steht die AfD. Für alle die, die an der Wertschöpfung unserer Gesellschaft mitarbeiten. Für alle, die jeden Tag die guten deutschen Tugenden, und die will ich hier ganz ehrlich betonen, das ist auch das, was ich von der Schule, von unserer Bildung erwarte. Die guten deutschen Tugenden, das Wort muss man wieder in den Mund nehmen dürfen. Ehrlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Strebsamkeit. Das ist auch das, was unsere junge Generation völlig verlernt hat. Und das sind politische Gründe und deswegen muss das unbedingt auch geändert werden. Ja, wir brauchen ein Deutschland, in dem es auch wieder Raum und die Freiheit gibt, das eigene Potenzial zu entfalten. Wir müssen Deutschland wieder nach vorn bringen können und dafür steht auch zum Beispiel unser Renten- und Sozialkonzept. Da haben die Medien ja jahrelang immer uns vorgehalten, ihr habt ja kein Renten- und Sozialkonzept, ihr habt ja dazu nichts, ihr habt keine Aussagen. Jetzt haben wir eins, darüber redet jetzt niemand mehr. Aber was besagt das? Ich will zwei Punkte nennen. Es besagt, dass Menschen, die 40 Jahre in ein System eingezahlt haben, in ein Rentensystem, von ihrer Rente leben müssen. Und zwar ohne Sozialhilfe. Und es besagt auch, dass es unsäglich ist, dass Rentner, und die Jahresspanne sinkt ja immer weiter, auch für ihre Rente immer mehr Steuern bezahlen müssen. Dass teilweise alte Menschen, 80, 85-Jährige, die gar keine Kinder mehr haben, die gar keine Steuererklärung mehr machen können, die geschätzt werden mittlerweile vom Staat. Und deswegen sagen auch wir, eine Doppelbesteuerung und auch eine Besteuerung der Renten lehnen wir ab. Eine Doppelbesteuerung, übrigens grundgesetzwidrig. Und deswegen will ich auch, dass in Zukunft unser Land die Heimat der Denker und Dichter bleibt, der Tüftler und Schaffer eines starken Mittelstandes und einer leistungsfähigen Wirtschaft. Es ist unsere Idee von Wirtschaft und Gesellschaft, dass sich dabei Handwerk und Hightech, Avantgarde und Tradition, Stadt und Land, Ökonomie und Ökologie, dass sich die Lust auch auf Zukunft und der Sinn für das Bewahrenswerte in einer solidarischen Gemeinschaft verbinden. Und wir müssen unsere Heimat, unser Vaterland in eine wieder bessere, lebenswerte Zukunft führen. Und ich will, dass wir an der Spitze dieser Entwicklung und in Ideen auch stehen. Und dafür stehen wir, dafür kämpfen wir und deswegen bitte helft mit, gemeinsam wieder eine Heimat zu schaffen, in der es sich wirklich lohnt zu leben. Wir sind stark, wenn wir uns einig sind, auch als AfD, und wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Und liebe Landsleute, auch unsere Konzepte gibt es nicht zum Nulltarif. Alles politische Handeln kann nur Rahmenbedingungen setzen und das kostet Geld. In unserem Land hat sich aber mittlerweile ein Trend eingeschlichen, ständig nur die Einnahmenseite im Blick zu haben. Wir kennen es alle nur zu gut. Neue, höhere Steuern und Sozialabgaben gepaart mit einem unübersehbaren Regelwerk an Vorschriften und Verordnungen, besonders aus Europa. Und weil wir von der Alternative für Deutschland seriös argumentieren, kann ich heute auch niemandem finanzielle Erleichterungen für die nächsten Jahre versprechen. Jede Partei in Regierungsverantwortung muss allerdings dem Bürger dahingehend einmal reinen Wein einschenken. Unser Staat, vor allen Dingen mit diesen Regierungen, lebt über seine Verhältnisse. Allein dieses Jahr haben wir 240 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Nächstes Jahr sollen 81 Milliarden aufgenommen werden. Insgesamt ist die Schuldenlast Deutschland bei 2,2 Billionen Euro. Jeder Bundesbürger hat 26.000 Euro Schulden. Alleine im letzten Jahr ein Anstieg von über 15%. Und da fragt man sich, wer soll das eigentlich bezahlen? Unser gesamter wirtschaftlicher Aufschwung bzw. unser Wachstum basiert nur auf Schulden und auf Pump. Das muss man wissen, wenn man hört, wir haben ein Wirtschaftswachstum von 1,3%. Alles auf Pump, auf Kredite, auf Gelddruckmaschine, nichts anderes. Und es ist auch klar, dass aus dem Zitronenbürger nicht noch mehr Saft herausgequetscht werden kann. Vielmehr müssen wir mal die Seite der Ausgaben in den Mittelpunkt unserer politischen Analyse stellen. Das macht nämlich niemand.
Und deswegen sagen wir auch das gehört eigentlich für eine neue Bundesregierung, egal wie sie heißen mag, zur ersten Aufgabe, einen Kassensturz zu machen. Das macht jeder Unternehmer, wenn er ein Unternehmen kauft, übernimmt oder eventuell sich was anschaffen möchte. Er macht erstmal einen Kassensturz und guckt, ob er sich überhaupt leisten kann. Aber hier wird ja Politik anders gemacht. Man nimmt neue Kredite, wenn man sich es nicht leisten kann. Es ist nämlich wirklich unverantwortlich, ständig die Einnahmenseite durch immer neue höhere Steuern und Sozialabgaben erhöhen zu wollen. Wie die CO2-Steuer, die nächstes Jahr uns allen richtig nochmal reinschlagen wird. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und dann werden diejenigen, die CDU, FDP, Grüne, Linke gewählt haben, sich wundern. Denn diese Parteien unterstützen das alle. Alle, außer die AfD, die sagt Nein zu dieser CO2-Steuer. Und nochmal, wir wollen wirklich wissen, für was das gute Steuergeld auch ausgegeben wird. Die Belastung der Bürger werden durch die kommenden Erhöhungen der Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflegeversicherung auch weiter steigen. Die Belastung durch die Steigerung der Inflationsrate, von der übrigens fast niemand mehr spricht. Wir haben eine Inflationsrate von 4%, 5%, 6%. In manchen Bereichen in der Baubranche, was zum Beispiel Holz, Stahl angeht, von 10-20%. Inflationsrate. In der Chipindustrie, es gibt keine Chips mehr für die Autoindustrie. Die Bänder stehen teilweise donnerstags schon still, weil nicht produziert werden kann. Also weltweit haben wir eine Geldschwemme, die dadurch auch gekommen ist von 20 Billionen Dollar, die unser Wachstum nur auf Pump basierend. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, das ist übrigens auch Grundlage, um Vertrauen zu schaffen, wenn man einen Kassensturz macht und den Bürgern auch sagt, wo man Einsparungen durchführen kann. Und wir haben diese Vorschläge für die Einsparung: CO2-Steuer, Ausgaben in der Migrationspolitik, Ausgaben kürzen zum Beispiel in der Finanzierung des Kindergeldes von über 550 Millionen Euro in die Europäische Union oder in andere Staaten. Das ist wirklich einmalig. Es gibt kein Land der Welt, was so viel Geld für solche Sachen ausgibt. Und deswegen, ich komme zum Ende, ein starkes Ergebnis für uns bei der Bundestagswahl kann den Menschen und den Bürgern unseres Landes verdeutlichen, dass es eine Alternative gibt. Und ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen, dass es eine Alternative braucht. Und wir haben die ersten 4 Jahre im Deutschen Bundestag eine wunderbare Aufbauarbeit geleistet. Und ich bin auch stolz auf unsere Bundestagsfraktion. Und ich habe hier Kollegen unserer Bundestagsfraktion, die alle eine super Arbeit geleistet haben. Und wir haben schlagkräftige Strukturen aufgebaut und wir haben uns auch weiterentwickelt und sind auch professioneller geworden, auch im parlamentarischen Betrieb in Berlin. Denn geholfen hat uns niemand groß, das ist ja bekannt. Und sicherlich waren auch manche Entwicklungen schmerzhaft, aber auch das gehört, denke ich mal, dazu, denn nur so kann man lernen und auch einige Dinge besser machen. Und das zeigt auch für uns, für mich, dass wir eine lebendige Partei sind, dass wir Debatten führen können, dass wir kontroverse Positionen miteinander und untereinander zum Teil auch heftig diskutieren. Das macht uns übrigens auch aus und den Unterschied zu anderen Parteien. Und ich will mich hier auch entscheidend nochmal dazu äußern, dass ich sehr stolz bin, dass es diese Partei gibt. Ich bin auch stolz, dass ich deren Vorsitzender sein darf. Und zum Schluss noch, liebe Landsleute, unser Ziel ist es, Deutschland und zwar normal, und das sage ich aus voller Überzeugung. Ich will, dass unser Land wieder normal wird. Es ist unser Leitmotiv, der Begriff, der alles in einem Wort bündelt. Und an alle Patrioten, an alle Menschen, denen unser Deutschland, unsere Nation noch etwas bedeutet, kämpft und arbeitet weiter für unser Land, für unsere Heimat, für Deutschland. Geht am 26. September wählen. Nehmt Nachbarn, Freunde mit. Lasst euch nicht entmutigen von Pressemitteilungen, die uns irgendwo bei 8, 9, 10% sehen. Wir werden ein super Wahlergebnis schaffen. Ich bin absolut zuversichtlich. In diesem Sinne, vielen Dank.